So, hallo, wir machen weiter. Bei Evil Conquest 2. Letztes Mal haben wir nicht so viel geschafft. Es waren zwei Level. Aber wir haben dafür über dumme Studenten geredet. Womit nicht gemeint ist, dass alle Studenten dumm sind, sondern wir haben wirklich über Studenten geredet, die dumm sind. Dumme Studenten, das heißt nicht alle Studenten sind dumm. So. Extremfälle. Kurz hier politisch korrekt ausdrücken. Sehr extreme Musik. Auch nicht wollen. Einmal Mathe reicht. Muss ich nochmal haben. Ja. Obwohl, was ist das? Was ist das denn jetzt? Wenn du ganz genau hinguckst, siehst du ja, dass da nichts passieren kann eigentlich. Ja. Das sieht schon wild aus. Aber es sieht krass aus. Die Leute lieben Wasserlevel übrigens. Ja, na, ja, klar. Wait, ich kann jetzt halt wieder zurück. Den kann ich nicht. Schade. Und ich brauche die Messer. Och, da ist nicht mal. Aber guterweise sind ja nicht so viele Wasserlevel in dem Hack drin. Das ist ja auch kein komplettes Wasserlevel. Genau. Hef. Das hat nicht hingehauen. Oh, das Ding hat ein Secret Exit. Ja. Jetzt kommt der schon. Geh weg. Geh weg. Das ist nicht die Definition von geh weg. Der Game Over Sound war super. Trommel Solo. Halt, da war ein Pilz drin. Yes. Genau. Ich glaube für das Level werde ich gleich mal den Shop suchen. Aber wirklich. Ja, 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 ja. Kannst du ja eine Feuerblume holen. Das Level ist super safe, den Shop. Wenn ich im Laufe des Levels selber eine Blume bekomme. Oder es nicht schaffe, suche ich den Shop. Geh weg! Ich will nicht mit dir spielen. So! Nimm das, du. Wasser zu. Aber ich muss schneller wahrscheinlich hoch. Ja. Wait, ich kann mit dem da hoch. Nice. Kannst du, ja. Der Sprung ist aber relativ schwer, deswegen ist er auch nicht. Also, man muss den nicht machen. Der ist optional. Hier waren mal vier Urchins. Was? Da passt doch gar keiner mehr hin. Doch. Ja, doch, da passen wir welche hin. Dauerte oh, halt dann Ziel, ein bisschen. Nicht Ziel, aber fast. Ziel. Teilziel. Teilziel erreicht. Oh, okay, hi. Wait, hey. Wo geh ich denn jetzt? Will ich zurück? Ich hab da kein Schlüsselloch gesehen. Ich weiß auch nicht, warum du zurück willst. Das ist aber da wahrscheinlich auch keins. Ich weiß auch nicht. Irgendwas hat mir gesagt, du musst mit dem Schlüssel zurück. Du kannst auch links weitersuchen, wenn du möchtest. Ist vielleicht besser. Oder rechts weitersuchen. Ah, ich würde mal empfehlen, gleich mal nach rechts zu schauen. Oh! Ja. Komm mir gerade ein bisschen doof vor, ich weiß nicht warum. Alles gut. So, dann machen wir doch. Aber dann muss ich ja den ganzen Teil nochmal spielen gleich. Oh no. Dann machen wir erstmal das Level, wo der hinführt. Kann ich erstmal. Mit sehr gerne. Ah, ja, sehr gut. Ein schöner Switch. Da bin ich auch gespannt, wie du ausmachst. Hierophant Green. Genau, also das ist von allen Switch Palace Leveln das schwerste, kann ich sagen. Ja. Also das anspruchsvollste zumindest. Okay. Genau, ich bin, wie gesagt, gespannt, ob du das hinbekommst. Ah, in der aktuellen, also in unserer aktuellen Version, gibt es noch eine kleine Änderung im Level, aber die ist eigentlich nicht. Wenn du es nicht drauf anlegst, dann wirst du dich hier nicht festfahren. Genau. Okay. Also ich kann sagen, in der Version, die du gerade hast, gibt es noch eine Möglichkeit, sich einmal softlocken. Aber das wurde auch schon behoben. Aber gut. Okay. Ist wie gesagt nicht schlimm. Hä, das ist gar kein Reset oder wo führt das denn hin? Ach so, das ist ein Resetor. Verstehe. Ja, das ist nur in den Status. Das ist eine ganz sichere Resetor. Genau. Wait, hier. Ah, da sind. Die kann ich abschießen.
potenziell abschießen. Ich hab so ein Gefühl, dass du das gut hinbekommen wirst, das Level. Ja. Grüße gehen raus an Rocky übrigens. Dass der auch schön gespielt hat. Aber er ist ja schon geschafft am Ende. Ah, wait, ich kann hier zurück. Ich bin ja richtig doof. Alles klar. Anfang schon mal gecheckt. So, jetzt kann ich hier rein. Das ist jetzt nicht so gut. Okay. Die müssen weg. Dafür muss ich... Ja, dafür müsste jetzt aber so bleiben. Okay, das kann ich nicht. Ich muss da von der anderen Seite irgendwie rein. Dann ist hier zu. Das nimmst du mir. Wait. Wenn er hier offen ist, kann ich jetzt ja wieder... Nee, ja. Kann ich. Ah, da unten war die Röhre. Da will ich am Ende wahrscheinlich hin. Hier ist jetzt auch nichts anders. Nee, das hat sich nicht geändert. Jo. Okay. No. Ja, so komme ich da auch nicht hin. Was nimmst du jetzt? Ich kann den nicht wegnehmen. Hier kannst du nur von... Ich muss wieder schnell sein. Ja. Wenn du unterlegen bist. Ich muss wieder schnell sein. Jetzt komme ich aber da nicht mehr. Ja. Was sehe ich schon wieder nicht? Ich denke mal, du guckst dann gerade dasselbe wie ich. Ja. Naja, egal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie lange das Level gedauert hat? Ich glaube, das werden wir schon anhand der Videolänge sehen können. Naja. Ich habe das Gefühl, ich habe mich festgesetzt, ich komme hier nicht mehr raus. Du kannst dich nicht in der. Also, diesen Abschnitt kannst du dich nicht in der Version softlocken. Das ist wirklich sehr lange durchgeplant. Ah! Ja. Hey! Plötzlich drehe ich mich um. Okay, alles klar. Das ist doch schon mal. Weiter geht's. Schon mal gut. Oh Gott. Hier ist ja noch ganz viel Stuff. Genau. Jetzt ist hier irgendwas drin. Nee. Ah, hier sind Blöcke. Kein Schiss, Power. Das reicht nicht bis hoch. Könnte ich den dann auch wieder umswitchen? Machen wir das nochmal. Ja, super. Das war nicht so gut. Aber das ist jetzt ja nicht mehr das Problem, das kennen wir jetzt schon. So, okay. Wofür kann ich die drehen? Warum? Ach so, dass ich so wieder rauskomme. Ja, komme ich ja so auf. Oh, wait, nee. Da ist ja auch einer. Ich wollte sagen, ich kann ja sonst versuchen, so zurückzukommen, aber hier ist ja auch wieder was, was mich zurückdreht. Ich verstehe den Block. Das dachte Robby auch. Ich meine, es dreht mich nicht zurück, wenn... Ah! Wenn ich die aufmache, dreht es mich nicht zurück. Gecheckt. Ich will den gar nicht mitnehmen, ich will den einfach nur aufmachen. Oh, jetzt bin ich wieder... Ach, jetzt kann ich den drücken. Ach so, da geht's... Ja, hat Robby bestimmt, ich glaube, 10, 15 Minuten rumgestanden und hat diesen Timelock nicht gesehen. Ach so. Ja, gut. Ja. Das ist jetzt auch nicht so wild. Wird vielleicht ein bisschen wilder angekündigt von uns. Oder von dir. Ich sage, jetzt kann ich die wegmachen! Hey. Oh mein Gott.
Genau. In der aktuellen Version haben wir noch einen Timeblock. Das reicht, ja. Genau. Ach außerdem so. Ist noch in der außerdem ist noch in der aktuellen Version ein Block, der dich davon abhält, nach rechts durchzulaufen. Also kannst dich halt theoretisch da rechts einsperren. Ah, okay. Genau, mittlerweile geht das nicht mehr. So, jetzt kann ich hier runter. Also du hättest dich da einsperren können. Ah, okay. Aber das wurde jetzt mittlerweile behoben. Genau. So, und jetzt muss ich aber nochmal den Teil vom Anfang machen. Das heißt, den mitnehmen, ja. Den Switch drücken, hier umswitchen und jetzt komme ich an den... Ich könnte von oben runterfallen und den drücken, aber dann bin ich da eingesperrt. Ich springe da am besten nicht rein. Es sei denn, du willst eingesperrt sein. Nee, auch rein, aber fänd ich jetzt nicht so würde jetzt springen. Nein! Jetzt falle ich wieder durch, oder muss ich es wieder machen? Oh, Mist. Okay. Mist. Oh, Oh, da haben wir noch ein Problem gefunden. Ja. Ich hab ihn gedrückt. Oh, was? ja, das könnte sein, weil du ja beim... als wir wieder zum Stand von eben kommen wollten, vom letzten Mal spielen kommen wollten, hast du ja einen... Meinst du, dass ich den damit ausgelöst habe? Ja. Aber bisher war er ja nicht gedrückt. Ja, ich bin mal zurück. Ja, das könnte... Nee. Ich glaube, das macht keinen Sinn, selbst wenn du ihn jetzt drückst, kannst du suchen, aber... Okay. Dann spule ich mal ganz freiwillig einfach hier. Versuch's einfach mal und sonst könnte das halt ein Nebeneffekt von dem sein, dass du eben im blauen Switch Palace einen Secret Exit ausgelöst hast. Normal zu sterben. Ich kann gerade mal kurz gucken. Ich denke mal, der wird jetzt gedrückt sein. 72 und... Aber glaube ich nicht ausgelöst, ja, wahrscheinlich ist er... Der blaue Switch löst halt Event 71 aus und ein Secret Exit ist immer das Event nach dem Level, was du gerade spielst, deswegen wäre das dann Event 72 und das ist genau das, was der grüne Switch Palace machen soll. Ah, okay. Und der war nicht gedrückt, weil als der gerade aufgetaucht ist, weil der halt erst auftaucht, wenn du den Secret Exit im Level davor gemacht hast. Ah, okay. Ja, das... Scheiße. Das wissen die Zuschauer nicht. Wir haben, vorhin mussten wir den Stand zurücksetzen, weil ich irgendwie nicht gespeichert hatte letztes Mal. Wie auch immer das passiert ist. Deswegen haben wir uns durchgecheatet und ich habe versehentlich in einem Switch-Palast einen Secret Exit ausgelöst. Und den hat es jetzt wahrscheinlich hier mit reingenommen. Hä, bin ich jetzt dumm? Ich muss... Der On-Off muss andersrum. Nein, ich habe den On-Off nur wieder falsch rum. Ich bin doch doof. Alles entspannt. So, und jetzt... Okay, wir haben hier, glaube ich, gerade ein Problem jetzt? Ich weiß auch nicht. Das ist mit dem Scrolling zusammen, weil das halt nicht nach oben scrollt, wenn du nach oben hältst. Das ist doch aber auch nicht passend, dass ich genauso gespielt habe. Ah, da bin ich aber auch nicht aber direkt, da bin ich nicht direkt hier durchgefallen. Da bin ich erstmal hier wieder gelandet. Ja. Okay, wir haben jetzt gerade noch ein neues Problem im Level gefunden. Ja. Das taucht auch nicht immer auf. Das passiert sogar, wenn du zu weit nach oben fällst. Wenn man euer Level normal spielt, dann fällt man nicht zu weit nach oben. Schauen wir mal. So, könnten wenn man immer zwischendurch wo landet, dann passiert das nicht. Könnte man das vielleicht so ändern in dem Level, dass wenn man sterben sollte, dass man einfach dann zum Levelbeginn teleportiert wird, wie so eine Art Reset-Door? Oder zumindest in den Reset-Door-Raum? Ja, könnte man machen. Das wäre gerade so eine Alternative, die mir einfallen würde. Könntet ihr bei der Lava dann wahrscheinlich auch machen, das mal allgemein, wenn man stirbt. Ja, schreib mir das mal bitte, dass man da nicht sterben soll in den Level. Also einfach nur. Jo, schreib ich dir. Weiß nicht, ob man das einfach entwickelt. Ich habe ja keine Ahnung, wie man das technisch. Ja, kann man. Also. Das es gibt halt so, ein. Tod ist gleich Warp. Oder sowas, keine Ahnung. Ja, es gibt auf jeden Fall was dich davon. Also, was das Level einfach immer resettet, wenn du. Stirbst. Okay. Schon mal Hilfe. So, ich hab's immer geschrieben.
Dafür ist dieser Testdurchlauf ja da, dass wir Fehler finden. Ja, ja, der, dass der ausgelöst ist, das hatte mit eurem Hacking nichts zu tun, das war meine Sache, ja, mit dem Cheat vor allem. Ja, genau, genau. Aber ich meine das mit dem, dass man so durch Scrolling sterben kann, genau, das ist nicht geplant. Das war tatsächlich. Ist lustigerweise auch, ich denke mal, wenn überhaupt, sehr selten passiert. Dann habe ich gerade schon versucht, so Prävention, also irgendwie gegenzuwirken zumindest. Ja gut, da ist bisher noch niemand gestorben. Ja, sowas schafft euch, das ist okay. Ja, alles, nee, das kann ja jedem passieren, deswegen alles cool. Ist ja in der Ansicht halt mein Fehler, meine Schuld. Ach, so hätte man eigentlich hier hochgemusst. Genau, also das ist der, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Weg. Ja. Aber so wie du es letztens gemacht hast, dass du halt über diesen Rip von Fisch per Spinjump nach oben springen kannst, ist halt optional, also geht ja beides. Ich hab mich gefragt, wie man da hochkommt, aber ich bin ja einfach wieder mit dem gewesen. Gut, ja, dann haben wir jetzt wieder... Ist ja nicht passiert. Nee, das möchte ich nicht. Hier ist einfach nicht einsehen, unfassbar. So, Midway erreicht. Ja, wunderbar. Ohne Probleme Midway erreicht, ich wäre nicht gestorben. Okay. Achso. Diese Stelle hier war auch mal ursprünglich anders gebaut, also etwas anders zumindest. Da konnte man nur durch diesen Switch-Block zumindest, die zweite Yoshi-Coin oder den Kristall halt einsammeln. Aber wurde auch geändert. Ist trotzdem noch da, um das höher zu machen. Jo. Naja, ich hab dir zugehört, ich hab mal nur gleichzeitig entsetzt, dass das was jetzt anbietet. Ja, alles gut. Du musst nicht scrollen. Ach so, ich kann ja über den On-Off laufen. Da ist ja gleichzeitig ein Block. So, komm her, Wasser. Ich glaube, dieser Abschnitt müsste noch ein bisschen zu schwer sein. Und eventuell wurden schon einige... Ja, ich meine, einige Änderungen wurden schon übernommen, tatsächlich. Genau, dieser Sprung hier zum Beispiel... Ich musste drücken zweimal. Dieser Sprung hier ist beispielsweise auch leichter geworden. Leichter geworden. Manchmal denkt man sich wirklich im Nachhinein, was man sich da gedacht hat, wenn man das gebaut hat. So. Also jetzt genau. Fährt das wieder. Nee, das muss ja gar nicht. Das muss nicht. Ich sag nur, das war mal vorher so, dass man dadurch nur die Yoshi-Coin einsammeln konnte. Aber man kann sich das jetzt im Endeffekt vereinfachen, indem man erstmal das Wasser nach oben fahren lässt und dann wieder runterfahren lässt und dann halt mehr Wasser hat zum Springen. Oh nein, ich Doofnuss, ich muss ja auf den Dings drauf. Genau, dafür der Spinjump an der Stelle. Shish. Okay. Ja, super. Haben wir schon gefragt, wer das Level hier gebaut hat? Ich glaube nicht. Wir haben auch gar nicht beim Switch Palace geredet, wer es gebaut hat, aber ich würde wieder auf Dark gehen. Ja. Natürlich, weil es ist richtig. Und hier... Schwierig. Es ist keine Ahnung, es könnte... Könnte beides sein. Ich will mich nur nicht immer für Dark entscheiden, nehme ich halt Lux. Och Mann. Das ist richtig. Yay. Aber deine Antwort davor war auch richtig. Es waren beide. Ja. Ah! Okay. Genau. Nein, ich dumm, ich. Nee, hat den Midway hier. Zurück. Ach, ich setz jetzt einfach den State hier nach dem. Okay. Mach wie du meinst. Das ist ja noch keine schwere Stelle davor. Komm her jetzt, Kollege. So, jetzt mal hier wieder. Ja, also diese Stelle hier, die wurde, wie gesagt, vereinfacht. Die ist nicht so schwer in der Vollversion. Achso, was hast du da anders gemacht? Der Block ist ein Block weiter nach oben. Genau, das ist dann werde ich das mal kurz mit dir reinspielen. Ja, kannst du gerne machen. Wie gesagt, manchmal frage ich mich echt, was da passiert ist.
Yes. Mein Gott. Okay. Okay. Weiß er schon mal gut zu wissen. Das heißt, so wie ich es jetzt gerade spielen muss, du musst es nie wieder spielen. Nie wieder jemand spielen, es muss nur kommen. Sehr gut. Und Patrick. Und Patrick. Ja, Patrick hat von Anfang an mit Sace jetzt gespielt. Deswegen hatte der weniger Probleme generell. Huch! Ja. Okay. Na gut, jetzt muss ich es eh noch machen. Ist okay, kann ich mitgeben. Ja, das bis zu der Runde kommen wir noch viel. War dann der erste Teil von Lux und der zweite von da? Oder wie habt ihr das aufgeteilt? Nee, das haben wir wieder halt, da war Dustin bei mir und dann haben wir das zusammengebaut. Ach so. Also das war also mehr oder weniger alle 2-3 Screens wechselte das Level. Okay. Fühlt sich aber wie eine Einheit an, also da habt ihr auf jeden Fall. Ja, fand ich auch. Ja. Ein Stil zum Zusammenleveln zu bauen. Da haben wir den Stil. Wir sind im richtigen Modus. Na. Und hier war auch mal die Plattform unter dem On-Off-Block nicht da. Ach komm. Ja. Was? Das Level wird nach und nach vereinfacht. Ich denke mir, das muss nochmal leichter gemacht werden. Bis es in Welt 1 einpasst. Ach scheiße. Jetzt finde ich geht's aber. Also ja, bis auf die eine Stelle da. Ja. Die ist halt groß ein bisschen blöd. So, jetzt machen wir das hier. Würde der Hai. Ja gut, dann klein weiter, hab ich kein Problem mit. Ah! Okay. Ach, jetzt habe ich das hier besser gemacht. Ja, siehst du mal. Wie ist eigentlich übertragen bei euch? Passt das? Das passt. Also das ist alles gut. Sehr viel besser als das letzte Mal. Okay. Ja. Das ist ja schon mal gut. Ah ja, hier bin ich vorne. Ich habe mich gerade gefragt, wo ich bin. Was mache ich eigentlich? Ach, dann nutze ich die Kopf. Das ist dann die, genau. Die Google Willi. Jetzt kommt das Wasser. Ich fall diesmal nicht mehr runter. Hier in den Dorf kommen. Nee, du gehst gleich mal. Mach's. Tschüss. Wiedersehen. Mach dich weg. Wait, die kann ich nur nehmen, da darf ich nicht drauf stehen. Ah, die muss ich anstupsen einfach nur. Mhm, genau. Richtig. Genau. Ja. Und dann geht's aber weg. Ach, ich hab wieder nicht. Ach, ein bisschen schwierig die Stelle. Ja, ich denke mal, von allen Leveln braucht dieses Level nur die größte Änderung. War schwierig, hat's mir das angeht. Nee, ich hätte ja, wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich einfach direkt reagieren müssen. Ich hab einfach nicht. Keine Sekunde nachgedacht. Weil ich wieder nur gesehen habe in meinem Kopf, wie die wieder Gang aufgeht, aber nicht das Wasser hochfährt. Die Verbindung ist bei mir noch nicht vorhanden. Nein! Aber ich mache das Level jetzt mit Riva 1, I'm sorry. Du kannst dich an der Stelle auch einfach nach links stellen. Also du musst nicht so. Ah, ich kann warten! Ah, gut, kann passieren. Ah, ich dachte, das sind so. Die Plattform war ursprünglich nicht, ne? Ja, ihr dachtet das, ihr wolltet das schon so wie ich es gerade gemacht habe, ne, am Anfang. Ja, ja, aber ursprünglich nur so. Jetzt aber muss man das schon gar nicht mehr machen. Das wurde aber sehr schnell geändert, tatsächlich. Also okay. Haben wir schon gemerkt, beim Bauen so. Ja, das wäre dann eher sowas für eine wirklich Spezial-Spezial-Spezial-Welt. Nee, wir kommen bis 2-2. Ja! Was ist denn jetzt da oben? Okay. Cross clear. Ja. Jener Schriftzug. Oder? Ja gut, also da habe ich mich jetzt wirklich komplett durchgesaved. Das ist vor allem der zweite Teil. Da
war ich nicht so gut. Alles cool. Man lag auch im Level. Lux-Zitadelle. Grüße gehen raus an WS Mega. Lux-Zitadelle. Genau, was? Dann machst du durch alles. Zitadelle? Ja, das hatte WS Mega P mal gesagt im Kingdom Conquest 1 Let's Play. Zitadelle, okay. Zitadelle. So, so ein toller Begriff. Hab die dann auch getan? Zitadelle ist einmal gefallen. Genau, Zitadelle kam einmal. Dann. hier. Was hab ich nachgedacht? Meltdown Mayhem. Macht die Säge gerade diese Sounds? Ja, genau. Okay, alles klar. Alter. Ich hab den Level-Namen vergessen, der immer zitiert wurde von uns beiden. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf. Lux? Lux da? Ich hab's vergessen. Oh Mann. Ich schau jetzt nach, wie das Level hier ist. Was? Welches Level? Das war nochmal der Levelname in Evil Conquest 1, der von Vers und Weg RP extrem mystisch ausgesprochen wurde. Neben Zanken Chitadel, Meltdown Mayhem. Das war Bully the Bullies. Genau, Bully the Bullies, dann Jaija Land und dann war noch was. Das war dieses Gegenwind-Level, meine ich. Ich weiß es keine Ahnung. Das haben wir tausendmal zitiert, aber ich komme gerade nicht drauf. Das macht mich echt fertig. Bully the Bullies. Silhouettes. Sieht doch was raus hier. Ich finde das. Da hängt was von der Decke. Ah, genau. Windiger Untlet. Oh, anstatt Mann, Gantlet oder was? Ja. Windiger Untlet. Okay. Wie kann ich sowas vergessen? Das ist unfassbar. Naja. Alter, dieses Geräusch! Das macht mich ja komplett kaputt. Oh mein Gott, was tue ich? Das sind echt schöne Geräusche. Ja. Das Level hier mag ich sehr gerne tatsächlich. Finde ich sehr cool. Die Musik war eine Last Minute Edition. Die habe ich noch auf SM Sample gefunden. Also ja. Irgendwie letzten Monat oder so. Silz, Säge bitte wieder weg. Oh, Gott sei Dank. Was? Die besten Sägengeräusche in der Level. Achso, das war Level 1. Abschnitt 1. Weiter geht's. Online. Online. Jetzt geht's hier weiter. Cryolab. Ach ja. Das ist die deutsche Verbraucher lieben diese Plattform. Die ist aber auch rutschig, Hilfe. Ja, ist alles rutschig. Ja. Will es nicht. Will es nicht. Ist nur ein Raum. Will auch nicht nur einen Raum rutschen. Ah, geh weg! Wie viele Räume bis zum ersten Save Point? Halt wollte ich nicht. Ich glaube 2. Ja. Okay. Damit glaube, muss aber nicht wissen. Oh, jetzt muss ich die Sägen nochmal mir anhören. Oh no. Kann man eigentlich so Soundeffekte aus Gegnern entfernen, wenn man jetzt beispielsweise den Assembly Sprite nimmt von der Säge? Ja, könnte man machen. Das würde aber auch voraussetzen, dass wir noch freie Slots für Custom Sprites haben. Ja. Und das könnte auch wieder andere Probleme, glaube ich. Nee, das nicht mal, aber wir haben halt einfach. Also. Fast alle Custom Sprites, die man irgendwie einfügen kann, eingefügt. Also, wir sind bei Maximum. War nicht noch ein Boss im Hack drin, der nicht verwendet wurde? Ja. Könnte man da die Sprites? Die könnte man auch rausnehmen, aber. Das ist auch. Ja. Mega mühselig, die ganzen Sägen auch mal zu entfernen in jedem Level. Müsstet ihr jede Säge entfernen? Ja, also die Säge. Achso, dann durch eine Säge ersetzen, die kein Geräusch macht oder was? Ja, ja. Das wäre halt ziemlich komisch, wenn nur eine Säge in einem Level. Oder halt ein paar Sägen in einem Level keine Sounds machen. Genau. Aber man könnte es theoretisch machen. Könnte man machen, ja. Man könnte sagen, die Sägen hier sind einfach still. Ja. Okay.
könnte man rein theoretisch tun. Aber es ist halt sehr aufwendig, wenn man da nochmal den, ja, klar, Gegner selber ein bisschen umschreiben muss und da was in den Dateien ändern muss. Ja, und halt jetzt in dem Fall das nochmal alles ersetzen. Genau, das liegt an der Musik und halt an den Soundeffekten. Oh, weil manche Gegner dieselben, ich sag mal, Soundeffekt-Plätze benutzen, ja, im Spiel, in denen auch solche Lieder Tracks zum Beispiel verwendet werden. Das heißt, wenn, ja, ihr einfach das Lied wechselt, würde sozusagen das Ganze auch, ja, weg sein. Man könnte auch ein Lied halt ohne Samples nehmen, das würde dann, wäre dann besser. Ja. Also Samples sind tatsächlich Zusatz-Soundeffekte. Ja, ja, ja. Okay. Oder weitere Instrumente, die man jetzt könnte man jetzt. Oder es ist glaube ich, wirklich nur eine Säge in diesem Level, ne? Zwei. Das ist eigentlich nur der Abschnitt hier. Das ist ein ganz kurzer Abschnitt. Ich wusste nicht, wie lang der Abschnitt ist. Ja, es sind zwei Sägen in dem Level. Es sind aber nur zwei Sägen. Ich glaube, die kann ich auch rausnehmen und durch was anderes ersetzen, die, ja, das den gleichen Effekt. Naja, dadurch, dass es nur kurz ist, ist es eigentlich okay. Aber es hat mich am Anfang enorm irritiert, das Geräusch. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Vielleicht. Lux. Vielleicht bei der ersten Säge am blauen Cooper, der Panzer kickt. Ja. Vielleicht so. Und beim zweiten. Wir haben ja schon Custom Sprite, der so einen gekickten Panzer sofort spawnen lässt. Vielleicht den dann dort. Ja, oder wir haben hier auch. Ja, da wir haben keinen Kampf gesehen hier. Live in der Aufnahme. Beziehungsweise los. Komm, zwei Drybones, die Knochen schmeißen. Jeweils eine Etage. Passt schon. Das geht auch. Gut. Die Sägen wurden gerade entfernt. Yeah. Ja. Oh, ich nehme den mit. Nein, jetzt kann ich nicht mitnehmen. Hey. Oh. No. Oh. Der Abschnitt geht auch gar nicht mehr so lange tatsächlich. Könnte und sagen, du bist abgekürzt mit Halbzeit gestorben. Könnte man sagen. Böse Zungen behaupten. Ja, Mensch. Ja, ich sterbe immer an dem, yes, gleichen Punkt, weil ich an dem Grün gestorben bin, das war neu. Eigentlich sterbe ich immer an dem Roten, der runterfährt. Ja. So. Na super. Okay. Das war nicht so. Da passiert nichts, keine Sorge. Der tut mir gar nichts. Aber ich komme nicht funktionieren. Ich glaube, nur wenn du jetzt hier drin springen würdest, dann. Ah, nee, gar nicht. Nee, das ist tatsächlich interessant. Ja. Ist es nur der obere Teil, der fest ist? Ja, das ist aber. Ja. Das ist schon immer so bei diesen Castle-Blöcken. Also, okay. Achso, weil, ich auf, weil man ja auch da drauf dann steht. Ja, okay. Lul. Glück gehabt. Ja. Ist ja nicht schlimm, wenn man da nicht verrückt wird. Genau. Nein, ich mach den gleichen Scheiß wie vorher. Warum bin ich denn dumm? Nein! Mann. So. Ich wollte aber eigentlich jetzt. Den nehme ich mit. Und jetzt verwende ich den. Ich glaube aber, dass dieser Abschnitt hier gar nicht so schwer ist. Nee, ist er auch nicht. Ich bin halt nur doof. Ah, okay. Ich nehme den Tod hin. Ist in Ordnung. Ist okay, ich akzeptiere den Tod. Also ich meine, wenn du schon 10 bis 15 Rewinds da machst, dann kannst du auch jetzt weitermachen damit. Nein, das ist mir zumindest. Ich will ja gar nicht in dem Hackling rein. Das ist ja, will ich eigentlich ja nicht. Das ist ja alles in Ordnung. Soweit hast du dich ja auch gut, schon gut geschlagen. Also. Nein, wenn ich mir jetzt, ja, wieder angewöhne, dann gewöhne ich mich damit. Das ist, dann mach ich es wieder öfter, das will ich nicht. Ich muss mich da stoppen jetzt. Das Stopp. Ist in Dings passiert. Das will ich nicht. Compact. Da habe ich ein bisschen angefangen zu self-state und dann bin ich direkt eskaliert. Lux, ich glaube, der Kristall in dem Abschnitt sieht noch ein bisschen seltsam aus. Ja. Der war an der gelben Röhre links neben dem Schalter. Ah, ich sehe es, ja. Das hängt vom Hintergrund ab und der Hintergrund. Wir könnten auch den Kristall einfach vorne platzieren, glaube ich. Ja. Statt dort dann im. Moment, wir haben schon einen dritten Abschnitt. Ich schaue auch einmal nach. Haben wir dann noch nicht so aus. Nein! Ich sehe da gerade auch keiner. Dann kommt der halt da rein.
Und hast du schon im, also im nächsten Abschnitt bei Screen 4 einen Bonus platziert? So ein One-Up beispielsweise? Ich glaube ja. Ich krieg's nicht hin. Oh, gut. Ich krieg die Stelle nicht hin. Jetzt. Jetzt. Oh mein Gott, das hat gedauert. Ich meine auch, dass du nicht so schnell war, tatsächlich. Ich habe mit Rewinds 4 oder 5 Anläufe gebraucht. Oh Mann. Aber du hast es geschafft und das ist ja die ganze Sache. So, haben wir halt doch rewindet. Mist. Bonus ist auch platziert. Jawohl. Wie kommt denn jetzt? Hast du eigentlich alle Sachen. Hast du eigentlich alle Sachen geändert, die ich dir nach und nach geschenkt habe? Noch nicht. Okay. Obwohl, doch die Sachen habe ich eigentlich geändert, bis auf das mit den Windschalter-Sachen. Uff, da war doch noch ganz schön lang der Abschnitt. Eieiei. Jetzt habe ich ihn trotzdem mit Rewinds gespielt. Naja. Okay. Boiler. Boiler. Jetzt wird's heiß. Tschüss. So, vielleicht schaffe ich jetzt mal wieder einen Abschnitt ohne Save. Ohne Save, ohne Rewinds. Ohne Rewinds. Wäre doch schon mal was. Das waren vielleicht ein bisschen viele Koopas, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hätte man ja auch entfernen können. I don't know. Vielleicht stelle ich mich auch nur an. Wer hat denn Rob schon die Stelle gespielt? Ich glaube, bei dem Level hat er alles relativ souverän geschafft. Okay, ja, dann. Das Problem bei Rob hier ist, es gibt zwei Sachen, die er nicht mag: Puzzles und Sachen, wo er warten muss. Und wenn wenn das in dem Level vorkommt, dann hat er das auch nicht gut gemacht. Gut absolviert. Ich bin dieses Geräusch übrigens. Wow. Nein. Das war das Springboard. So. Okay, optimal. Yeah. Oh boy, 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 boy. Ah, ich kann hier stehen, hier kann ich stehen, hier kann ich runter. Okay. So, die ist zu gehen übrigens raus an den Würzburger, der uns damals als Hohlpratze betitelt hat. What? Grüße gehen raus an dich. Ja, der hat damals geschrieben, dass wir Hohlbratzen sind. Nee, kein Viertel, ist denn kein vierter Raum? Nee, nee. Also zwei Räume, dann mit Waypoint. Drei Räume. Ja. Und dann ein Raum und dann Ende. Ursprünglich war da immer ein Boss geplant, deswegen der mit Waypoint nach dem zweiten. Aber ich glaube, das könnten wir noch ändern. Ist es möglich, den mit Waypoint irgendwie in die Mitte von dem zweiten Raum zu setzen? Ich glaube, das wäre blöd. Wahrscheinlich nicht, weil es ein bisschen blöd ist. Tatsächlich. Könnte auch einen vierten Abschnitt bauen. Wenn du The Management Office revealed multiple launch pads with rockets set to travel to the moon. Oh, wir kommen zum Mond. Dafür war aber auch im Gegensatz zu den anderen beiden Abschnitten das der dritte halt länger. Der Mond. Reden. Halt, der Mond ist ein Level? Story. Ah. Oh. Dann machen wir das in dem Part noch. So, Lux, du bist dran. Mario, to be honest, I have been expecting you for a while. Ich kann kein Englisch. Lies einfach vor. Du kriegst das hin. But for Plumber, it's too late. It's payback time. How right you are. This universe is now ours to command. Ja, Mann. Boom. Rocco fühlt mich. Der kann auch kein Englisch. Ja. So. Ich habe das auch gar nicht vorgelesen, das ist von meinem Bruder. What the heck? So sieht der Mond aus. Okay. Ja. Genauso stelle ich mir den Mond vor. Ah, das sieht super cool aus. Ja, finde ich auch. Holy shit. Das heißt, wir haben noch vor uns 1, 2, 3, 4. Ist das vielleicht auch eins, ich weiß es nicht, 5, 6, mindestens 7 Level. Okay. Das ist richtig. Und das ist, das sehe ich jetzt, das weiß ich jetzt, das ist so eine Mischung aus Eis und Feuerschloss. Oder Wasser. Mhm. Ne, das ist Eis. Da sind Eiszapfen dran. Hm. Cool. Hat was von Pankrassar, aber das kennt wieder nicht jeder. Was? Kenn ich nicht. Ja, One Piece ist eine Insel, die besteht zur Hälfte aus Feuer und zur Hälfte aus Eis.
will aber gar nicht so viel sagen, weil vielleicht gibt es ja wieder Leute, die noch nicht alles von One Piece geguckt haben und dann wäre das ein Spoiler, das kommt nämlich erst relativ spät. Ich habe leider nur sehr wenig davon gesehen. Hate mich. Naja. Nö, muss man ja nicht. Man kann ja nicht alles gucken. Doch. Gut, alles klar. Gut, dann danke fürs Zuschauen. War ein etwas längerer Part. Und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.